So, wieder zurück aus dem Einsatz. Ja. Alles gut gemacht. Guck mal, so sehen Helden aus. Zack. Okay, wir waren hier, glaube ich, eben fertig. Hier waren wir durch, ja. Oh, das riecht doch alles jetzt so warm und gebraucht. So, kommen wir mal weiter. Mal die Klappe einmal auf. Da haben wir einmal unseren Schnellangriffsverteiler. Mit, nicht angekuppelter Schnellangriffsverteiler. Mhm. Genau. da haben wir zwei. Dann machen wir einfach, das ist unser Verteiler. Genau. So. Okay, also hier unten habt ihr Verteiler. Da haben wir einen Verteiler mit zwei B-Schläuchen. Genau. 20 Meter. Genau. Das steht doch hier, ne? Verteiler und zwei B-Druckschläuche. Genau. Richtig. Es steht ja auch bewusst kein Schnellangriff. Man kann auch einen Schnellangriff theoretisch machen, das machen andere, muss jeder für sich entscheiden. Ne? Wichtig ist, man geht da mal grün ran, ne? Was ist denn gelb? Gelb ist Schaumausgang. Abgang. Schaumabgang, ne? Also, das ist eigentlich so Schaumabgang. Unser Verstauraum noch so ein bisschen. Genau, okay. Hier haben wir mal zwei Atemschutzmasken, zwei Filter und die sind natürlich für unsere Atemschutzgeräte, die wir hier haben. Sag ich, wie Atemschutzgeräte habt ihr? Ihr habt doch vier vorne gehabt? Wir haben zwei normale im Mannschaftsraum, zwei LPAs im Mannschaftsraum und zwei normale im Aufbau. LPAs heißt? Langzeit-PAs. Also mit Doppelflasche. Genau. Aber ist alles auch 300 Bar Technik, oder? Ja. Okay. Und hier noch einmal für einen Sicherungsrund oder so. Genau. Man kann es einmal sich so ausrüsten, jeder einzeln. Ja. Dann kann man das so machen. Ganz kurz, was ich ja witzig finde, ist hier, dass ihr gleich ein Lineboard hier mit drin habt, das Patent. Ja. Und hier zum Selbstretten oder? Zum Anschlagen irgendjemand? Oder? Ja, das ist eigentlich eher nur so, also wie gesagt, das ist eigentlich nur nur eine Leine und so wirklich einen Beutel haben wir im Auto mit, ja. Mit Markierer, mit Messer. Das ist unser Lampenholzer. Okay. Für die Achso, weil ihr für eure Satellitlampen habt ihr hier keine Halter in euren Klamotten? Genau. Löst ihr das so? Das okay. Ist extra dafür gedacht. An den Taschen. Cool. Ja, oder? Die andere Variante ist? Die andere Variante ist, dann klappt man das einmal hoch. Da haben wir nämlich hier eine Entriegelung hier. Ja. Ein Stück. Dann können wir die ganze Sache einmal drehen. Und das rastet dann irgendwann ein? Ja. So. Da ist es eingerastet. Genau, und dann kann man beide. Und dann müsste man halt einmal wieder hochklappen und dann können sich zwei gleichzeitig ausrüsten. Ich sehe schon, bei dir merkt man, du weißt, wovon du redest. Das finde ich auch so gut, ne? Für die ganz normalen 1,20 Kameraden können sie wunderbar anlegen. Ja. Also ich finde es ein bisschen niedrig, aber geht zur Not, ne? Ja, so schwer sind die auch nicht. Die kann man ja auch nochmal rausnehmen. Ja. Wenn man nicht gerade klein ist, so schmächtig. Dann haben wir hier nochmal eine Wand. Da haben wir nochmal einmal eine Lampe drin, eine Handlampe. Okay, wie die gleiche, die vorne noch verlastet ist? Genau. Schachthaken. Ganz normal. Und was wir jetzt ganz neu haben. Ja. Systemtrainer, ne? Trinkwasserschutz. Richtig. Haben wir auch. Drauf. Auf der anderen Seite ist auch noch mal einer. Haben wir zwei Stück. Also ich weiß immer, dass man sonst in der Regel eigentlich nur einer hat, aber viel mehr interessant, dass ihr zwei habt. Ich meine, warum auch nicht, ne? Kosten ja nichts, ne? Kosten ja nichts. Dann haben wir. Hier haben wir noch einmal unsere Atemschutz-Notfalltasche für den Sicherheitstrupp, dass die das gleich Aha. mitnehmen können. Okay, das macht natürlich auch Sinn, weil das habt ihr dann hier auch zusammen. Das ist dann sozusagen für den ANT. Richtig. Das hier, okay. Wollen wir mal ganz was reingucken oder ist das so ein Standard? Oder gucken wir mal. Es gibt verschiedene, kann man weiter rausziehen? Nee, das ist schon. Das ist schon maximal. Das ist schon Ende. Also gerade bei dieser Atemschutz-Notfall-Geschichte gibt es verschiedene Vorgehensweisen, wie man es gerne macht. Hier haben wir noch die Plane. Das ist so eine Geräteablage. Ne? Da, die legst du auf, da kommt dein Schlauchtragekorb drauf, dein Brechwerkzeug, die Atemschutz-Notfalltasche und dann weißt du halt sofort, da steht dann auch der Sicherheitstrupp, steht an der Plane. Du weißt sofort, das ist dein Sicherheitstrupp. Okay, dann würde ich jetzt gerne mal zwei AGTs von euch haben, die mal ganz schnell sagen, die ANT machen, was man da jetzt macht. Und alle? Wie läuft's? Macht echt Spaß. Ja? Muss ich sagen. Ja. Guter Mann. Also vorher gutes Team. Endlich normale Leute. So Jungs, ey, geile Helme habt ihr. Das muss ich euch lassen. Geil.
Lukas? Genau. Und Benjamin? Ja. Super. Wir stellen jetzt mal ganz nur spontan zwischengeworfen. Nur, wir haben jetzt mal diese ANT-Tasche mal rausgenommen und ich will mal sehen, was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt Kameraden rausholen müsst? Ich sehe schon kurz, ihr seid ja megamäßig ausgerüstet. DBK dabei. Ne, schöne Werbekamera. Das sind die Highlights, die du gerade gemeint hast für die Lampe. Da gibt es eigentlich verschiedensten Hersteller, ne? Jetzt lasst euch da jetzt nicht, das muss nicht mal die sein. So, und dann euer Überdruckgerät, rot. So. Ja. Was hast du da noch in deiner Handtasche? Fluchthaube. Fluchthaube? Ja. Ah, die ist ja auch cool, das Patent. Cool. Okay. Gut, das heißt, und jetzt, wie macht das mit der Tasche? Ich sehe schon, also nebenbei gemerkt, ich sehe gerade, für euch wahrscheinlich selbstverständlich, also diese Farbauswahl von dem Schlauch finde ich auch richtig gigantisch gut. Ihr habt eine Absperreinrichtung drin und eine verriegelte, ne? Oh, also mit Einrastfunktion. Das heißt, die kann nicht irgendwo hängen bleiben, man muss bewusst betätigen mit zwei Händen, ne? Oder, kann man nicht aus Versehen oder irgendwo hängen bleiben, beim so seitlich ziehen oder wann man macht das, wenn man das Wasser zu, ne? Sehr gut. Noch ein Sternchen hier. Hohlstrahlrohr eingebunden mit Griff. Es gibt Leute, die sagen, mit Griff ist das Hohlstrahlrohr kaputt. Ne? Aber ich finde, ich bin auch ein Freund davon, dass man das so nutzt. Also man kann es auch so einbinden, dann sieht man überhaupt kein Problem. Ne? Super. Also Schlauchpaket. Finde ich schon mal schön. Und was macht die dann? Also ihr habt eine Feuerwehrachs dabei. Schlauchtragekorb und dann? Was macht denn hier mit? Was ist denn hier drin? Was könnt ihr denn daraus brauchen? In der Atemschutz-Notfalltasche befindet sich noch primär ein Rettungstuch, das kann als Rettungswinkel eingesetzt werden. Ja, okay. Deshalb und er hat sogar gesagt Rettungstuch, das hat glaube ich bis jetzt auch noch keiner, alle sagen Bergungstuch dazu. Super. Wie faltet ihr das denn? Wir falten so wie bei einem Baby als Rettungswindel. Da unten ist auch noch jetzt eine Fußtasche, damit rutscht der nicht raus. Dann kommen da unten die beiden Karabiner dran, dann kann man auch mal jemand zu zweit bewegen. Okay. Das bleibt ja auf das Tuch wirklich liegen und nicht rausrutscht. Ja, okay. Dann befindet sich hier in der Tasche eine normale Atemschutzflasche, da dran mit einer verlängerten Mitteldruckleitung. Okay. Übt ihr denn auch diese Maske aufsetzen? Wir Lukas, üben. Ja, macht ihr das? Das heißt, es ist ja gar nicht so einfach. Eine Person, die gerettet wird, da, wenn ihr das Anschutzgerät abnehmen müsst. Es geht ja darum, letztendlich, dass ein Feuerwehrkamerad da irgendwo liegt. Du musst die Maske abnehmen und möglichst schnell das wieder aufsetzen. Wir haben hier dann auch extra eine Rettungsschere, um die Maskenbänder, um die Spinne durchzuschneiden. Ah ja, alles weg. Genau. Okay. Dann können wir das damit auch machen. Damit kriegen wir die ruckzuck runter und dann ist das gar kein Problem. Dann haben wir hier noch eine Bandschlinge drin. Okay. Ja, Bandschlinge, so simpel so eine Bandschlinge ist, ist ein sehr wertvolles Werkzeug. Ja, einen Keil haben wir auch noch mit drin. Also eine Hilfe mit und hier drunter ist die Flasche, ne? Richtig. Genau, die ist hier mit drin. Und hier unten ist die Flasche dann mit drin. Super. Ja, also hoffentlich musst du die da schon mal einsetzen? Nein, nur übungsmäßig. Toi, toi, toi. Ja. Nur übungsmäßig, aber super. Cool. Mit der Rettungsjacke möchte ich gleich mal keine Zeit zeigen. Da hat mir nämlich ein lieber Gruß an einen anderen Florian, Namensvetter von hier, hat mir mal was gezeigt, wie man die auch falten kann. Einmal so halbiert hinlegen. Und wir beide das mal kurz machen. Lieber Gruß mal halbiert hin. Und zwar, dass man das jetzt so wie so ein Z hinlegt. So. Und hier auch. Und so faltet und so verstaut. So die Tasche packt, dann könnt ihr hinterher dann einfach hier ziehen und hier ziehen. Fass mal hier an. Das ist eine Kleinigkeit, aber kann euch vielleicht ein bisschen helfen. Ne? Jetzt haben wir schnell aufgeklappt. Ganz schnell aufgeklappt und liegt immer gleich richtig. Ne? Ja. Doppel Z. Florian, lieben Gruß an der Stelle. Da war ich bei den Action Days hier und das war so Kleinigkeiten. Finde ich immer gut, wenn man sich so ein bisschen... Ja, dann falten wir das nochmal gleich. Falten wir gleich so, ne? Gut, danke. Jungs, könnt ihr wieder ausführen? Ihr seht richtig geil aus, der Spaghetti, ne? Super.
Ja, kommen wir noch mal einmal zu der anderen Seite. Hier haben wir noch ein Schaumrohr, ein Kombi-Schaumrohr. Und Kombi-Schaumrohr heißt ja, man kann ja jetzt zwischen Mittel- und Schwerschaum wechseln, ne? Einfach nur diesen Schieber. Luftzufuhr an oder aus, ne? Und den dazugehörigen Zugemischer haben wir halt ach, hier, oben. Hier noch liegen, ne? Also ich sag mal, von der Aufteilung her ist das Auto echt optimal, ne? Echt super, also was ich noch gesehen habe, auch hier Übergangsstücke, verschiedene, gleich zusammen. Ich habe gesehen, dass manche das auch einzeln hin machen, aber ja, finde ich so auch besser. Noch ein kleines Sternchen. Also hier mal typisch in diesen Heckaufbau, was so für mich ein LF oder HLF 20 ausmacht. Das sieht 20 ist als meistens Anbau. Ich habe auch schon gehört von LF 10 oder HLF 10, die das auch haben. Ja gut, es gibt die Norm ist aber so. LF 20 nur mit einer Schlauchhaspel ohne Verkehrsabsicherung. Also ja, sieht man auch alles. Wie viel Meter habt ihr 6 P-Längen drauf oder? 8. 8 sogar. Alles Einhandmaske. Sind ja Ein-Personen-Haspeln. Ja. Also kann man alleine gehen. Okay. Oh mein Gott! Halt hier so diese Ölschaden. Ganz normal Faltrecke. Steht Ölschaden drauf? Ich glaube ja. Ein Verkehrsunfall? Ja, und hier halt. Wir haben drei Seiten und auf jeder Seite steht was anderes drauf. Achso. Ölschaden, Feuerwehr. Okay. Okay. Ein paar schöne Hütchen. Also ich habe ja Autobahn, merkt man schon, ihr seid dafür, müsst dafür ausgerüstet sein, weil man muss die natürlich auf Autobahn ziemlich weit die Verkehrsteilnehmer warnen schon. Ne? Deswegen sind wir eigentlich auch froh, dass wir die Haspel jetzt gekriegt haben, weil. Natürlich Personalnot überall. So kann mit minimalem Personaleinsatz bestmöglich eine Absicherung erfolgen. Ne? Ja. Gucken wir das mal so in Deutsch. Ich jetzt also, die kann man jetzt, ja. Aber da könnte wirklich einer alleine mit losführen. Das ist echt gut. Und hier ist alles für Löschangriff. Das heißt, ihr habt hier. Für die Wasserentnahme. Ja. Für Wasserentnahme habt ihr sozusagen getrennt. Ich trenne dann los. Ne? Ja, super. Also Standrohr mit. Ja. System Rückflussverhinderer. Ja, genau. Genau, in den Kopf drin hier die beiden. Ja. Genau. Genau, und ordentlich B-Schläuche. Sehr schön. Ja. Das war sehr ordentlich. Alles dabei. Sinnvolle Sache, ne? Wollen wir mal hier dein Tresor mal auf, oder? Ja. Ja, was habt ihr denn hier für eine Pumpe drauf? Hier ist fest verbaut eine FPN 10-2000. 10-2000. Genau. Ja. Mit einem Blendförder Strom von 2000 Liter bei 10 Bar. Hier findet man jetzt auch noch so wieder so ein Bedienfeld wie von vorne, worüber ja. Die Pumpe auch gesteuert wird. Wir können sogar bei eingeschalteter Zündung den Fahrzeugmotor von hier hinten starten und ausschalten. Okay. Super. Ja, dann so die Bedienung, Pumpe einschalten, Druck erhöhen. Ist aber natürlich klar, ne, wenn man hier eine eingebaute Pumpe hat, braucht man auch den eingebauten Motor des Fahrzeugs, um diese Pumpe anzutreiben. Ne? Deshalb gut, dass ihr Start-Stopp. Ja, genau. Für die es nicht kennen, ne? Okay. Ja. Was man jetzt hier wie betätigt, ist ja egal. Ne? Hier kannst du einen Schnellangriff zuschalten, aber genau. Ist eigentlich recht aufgeräumt. Ne? Recht übersichtlich, wie das für ein Vollauto gehört. Der muss einfach verständlich sein, soll schnell funktionieren. Ne? Genau. Nachts um 3 Uhr musst du damit umkennen. Ja. Okay, und da oben? Kann man es rausziehen, ohne dass man erschlagen wird? Ja. Ja, oben, ja. Okay. Ja, so das Zubehör, der Saugkorb. Dreifachverteiler, ne? Genau, Sammelstück mit 3 Eingänge. Dreifach Sammelstück, ja, okay. Ja, die kleinen für die Saugleitung. Genau, zum Tank befüllen. Okay, super. Ja. Eigentlich recht einfach. Was habt ihr oben drauf auf dem Dach? 2 Leitern und noch 2 Kästen, noch. Wo halt Besen, Schaufeln, Forken, hier diese Patscher da. Feuerpatsche. Ja, okay. Die Leiter, können wir die mal runterziehen? Das können wir auf jeden Fall machen. Wie muss man das denn hier? Hier muss man das? Hier muss man einmal die Entriegelung lösen. Ja. Und dann mal die Notsicherung. Haut man einmal auf den Knopf. Okay. Ich gehe mal lieber weg. Das ist eigentlich was, wo man eigentlich fast sagen will, man braucht hier eigentlich einen Helm. Ne? Also Sicherheit, aber wir gehen ja aus dem Gefahrenbereich raus. Geht das schwer oder leicht? Das geht leicht. Hier ist die Entriegelung dann. Die macht man einmal auf, hebt die Leiter ein wenig an und dann rutscht sie langsam runter und man kann sie hier unten
ganz einfach entnehmen. Also, das ist halt wie gesagt für die dreiteilige Schiebleiter, für die Beladung eines HLF20 ist die auch vorgesehen. Und deswegen hat man da so eine Leiterentnahmehilfe, sagt man ja, damit man halt nicht die schwere Leiter so vom Dach heben muss. Ne? Super, also, kann ich mal probieren? Auf jeden Fall. Musst du nur einmal den Knopf einmal hauen. Okay. Doch, musst du mal eben drauf. So. Jetzt kannst du das so annehmen und reinschieben. Vielleicht doch nicht? Okay. Ja, okay. Da muss man den roten Hebel halt immer ein bisschen mehr ziehen. Das habe ich nämlich gesehen bei euch. Ja. Jetzt reinschieben. Ah ja, dann geht er fast von alleine. Wie sicher, dass er reingeht. So leicht geht das aber nicht. Ja, das Teil. Du hast ja nach dem Haus gefragt. Okay, rein. Kriegst du wieder eine Rasse. Jetzt kannst du mir auch mal rausnehmen. Ich nehme mal raus. Jetzt muss ich hier wieder drücken und dann haust du mal von. Ja, genau, dann geht er hin. Das geht leichter. Ich lass es lieber. So, Schätzelein. Ich tausche meine Nummern aus. Ne? Machen wir, kriegt keiner mehr. So,